In diesen Stasi-Akten dann nach seinem Tod habe ich dann gelesen, also er kleidet sich amerikanisch mit Cowboy-mäßig, mit Manchester-Hosen, kariertem Hemd und Hornbrille, gibt sich locker und leger. Doch seine Genossen misstrauen ihm. Der Kalte Krieg tobt und überall wittert man ideologische Abweichler und westliche Agenten. Schnitzler gerät ins Visier der Staatssicherheit. Das MFS vermutet eine Agententätigkeit für den britischen Geheimdienst und Erich Mielke persönlich ordnet Schnitzlers Überwachung an. Wie überhaupt das MFS der größte Gegner Schnitzlers war, nicht? Unabhängig von seinem Lebenswandel, aber auch seine politischen Frivolitäten, die er sich so geleistet hat. Und das MFS hat eigentlich alles getan, um der Partei Material über Schnitzler zu liefern. Zwar kann die Staatssicherheit nicht mit Beweisen für eine Agententätigkeit Schnitzlers aufwarten, liefert dafür aber jede Menge Belege für dessen vermeintliche moralische Verkommenheit. Wenn er die Sektorengrenze überquert, sind die Informanten des MFS an seiner Seite. Auch wenn er durch die Bars zieht, Westgeld umtauscht, Frauen trifft, dekadente Musik spielt und über SED-Spitzenfunktionäre spottet. Schnitzler bewegt sich am Kudamm genauso ungezwungen wie in der Stalinallee. Er ist Teil der Berliner Bohème. Die DDR ist nicht groß und schnell machen Gerüchte die Runde. Bei der Staatssicherheit melden sich verunsicherte Genossen und geben zu Protokoll, was man sich in den Betrieben über das vermeintliche Doppelleben des DDR-Vorzeigejournalisten erzählt. Immer wieder Stein des Anstoßes, das Westauto, die Westzigarren und natürlich seine Affären. Selbst die Stasi ist da überfordert. Ein zur Überwachung abgestellter Oberfeldwebel verliert Schnitzler aus den Augen, als der während einer Rundfunkgala mit einer Schlagersängerin hinter der Bühne abtaucht. Schnitzler fährt viel und er fährt schnell. Auch das kann man den Stasi-Akten entnehmen. Mehrmals wird er in schwere Unfälle verwickelt und die Genossen haben alle Hände voll zu tun, damit Schnitzler nicht vor dem Richter landet. In der Silvesternacht 1960-61 überfährt Schnitzler einen Fußgänger. Es ist ein Berliner Schuldirektor, der an den Folgen des Unfalls stirbt. Ein Alkoholbluttest wird aber weder bei ihm noch bei Schnitzler durchgeführt. Handschriftlich ist in der Akte vermerkt, dass sich das ZK der SED des Vorgangs angenommen hat. Damit ist der Fall erledigt. Schnitzler behält Freiheit, Auto und Arbeit, aber er ist nun auch erpressbar. Dafür ist das MFS nun an seinem Sohn Stefan interessiert. Der anerkannte Mediziner verkehrt in Dissidentenkreisen. Bis zu seinem Freitod wird Stefan Schnitzler von der Stasi observiert.